So, ihr dürft mir wieder beim Essen machen zu gucken. Beziehungsweise ich muss euch mal ein bisschen höher machen, damit ihr mich überhaupt seht. Seht ihr mich? Seht mich. Stimmt so. Ja, diesmal wird nicht gekocht. Diesmal wird nur geschreddert und schön zurecht gemacht. Denn nur weil Wochentag ist, kann man sich das Essen ja trotzdem hübsch fertig machen, finde ich immer. Und ich habe da schon mal was vorbereitet, so ganz einfach. Getoastetes Brot mit schönem leckeren Schinken drauf und ein paar Tomätchen dabei. Und da soll jetzt noch ein schöner Dip dazu. Und auf schön. Also zuerst machen wir mal einen Dip. Ich hätte da so ein bisschen Knoblauch. Wir müssen heute nirgendwo mal hin. Da hätte ich noch ein bisschen Knoblauch. Oliven. Wer jetzt keine Oliven mag, der kann auch Spitzpaprika dazu geben. Aber Oliven sind bei uns gern gesehen. So, jetzt gibt es hier diesen ganz neuen, zerkleinerer. Moment, den Tisch mal wieder festhalten. Irgendwann muss ich den vielleicht mal am Boden festschrauben oder sowas. Dann ist das alles mal eben geschreddert. Also wirklich ganz klein. Jetzt kommt da noch zu Schafskäse. Feta-Käse, genauer gesagt. Und noch ein bisschen Kräuterfrischkäse. Der war noch so im Kühlschrank. Kennt ihr das so? Er stand da und hat gesagt, er möchte gerne weg. Okay, dann kommst du mit rein. Man kann jetzt noch Schmand dazu tun, aber war gerade nicht im Kühlschrank. Wollte gerade nicht weg. Also fragt mich auch nicht nach den Grammangaben. Ich habe nichts abgemessen. Das ist alles so Päckchen und dergleichen Weise gewesen. Das wird jetzt auch noch mit vermischt. Also mit meinem Tisch habe ich schon echt ein kleines Problem. Muss ich mir mal irgendwas überlegen mit. So, der Dip ist jetzt an sich fertig. Also kommen jetzt noch so ein paar Frühlingszwiebeln mit rein. Dann ist der gut. Und es ging ja recht schnell. Also die neuen Extra Turbo und Multichefs sind noch einen Tacken schneller als die alten. So, das kommt jetzt einfach mit da rein. So. Das muss nicht zerkleinert werden. Das sind Frühlingszwiebeln, klein geschnitten. Das kommt jetzt mal nach hier hinten weg. Und jetzt kommt die Stelle mit dem für schön. Weil so einen Dip kann ich jetzt einfach da drauf machen. Den vielleicht oben noch schön dekorieren. Aber es sieht viel hübscher aus, wenn ich das hier in unsere Stapelei packe. Bei der Stapelei denkt man ja normalerweise an Dessert, an irgendwelche schönen Törtchen. Herzhaft tut auch gut. So. Und dafür brauche ich unseren Mando Junior. Der lässt sich ja in drei Stärken stellen. Also einmal so ganz dünn. Hier unten ist der Hebel zum Verstellen. Dünn, mittel und stark. Ihr hört jeweils das Klacken. Ja, genau. Also jetzt wollen wir es mal ganz dünn machen auf Stufe 1. Und auf Länge. Also, keine Bange. Wenn ich mich schneide, seht ihr dieses Video nicht. Wir haben auch einen Restehalter dabei. Ich hätte mal gesagt, no, no risk, no fun. Ab und zu muss das mal einfach sein. Man muss nicht immer einen Restehalter dazu nehmen. Jetzt nehme ich diese Schlangengurke und packe die hier rein, so als Rand. Ich zeige euch das mal eben. Da ist ein Rand Schlangengurke drin. Da habe ich noch ein bisschen Schlangengurke. Auch die kommt hier so schön als Rand rein.
Wir sind nur zu zweit, also gibt es heute nur zwei Portionen. Und hier kommt jetzt der Dip rein in diese Schlangengurke. Ruhig ein bisschen reindrücken, dass es schön fest drin ist. So mache ich mir jetzt noch an einem Wochentag ist schön. Und das ist ja jetzt nicht mehr, was ist für ein Aufwand. Und das, wenn mein Mann dann gleich nach Hause kommt, gibt es was Lustiges. Lasse ich eben mal noch. Fülle ich den anderen auch, dann sieht das schöner aus, wenn ich gleich beide Teller fertig habe. Und keine Bange, also der andere Dip, der restliche Dip, wird heute nicht umkommen. Da ich noch Schlangengurke habe, kann es sein, dass ich die andere Stapelei, die ich noch habe, auch eben noch fülle. Und dann mache ich einen großen Teller fertig. Und das ist jetzt kein Aufwand. Also so ein bisschen Schlangengurke schneiden und einen Dip zusammenbasteln ist ja jetzt nicht mehr, wer weiß wie die Mühe. Ne? Und es sieht toll aus. Den einen habe ich da vorne gestürzt, den anderen stürze ich jetzt hier. Also man muss es, sollte es ein bisschen zusammendrücken und dann wird das einfach nur gestürzt und das Deckelchen abgehoben. Komm her. So, zack. Und schon habe ich eine kleine Leckerei, die toll aussieht. Ich habe jetzt überlegt, ich hätte eine Frühlingszwiebel noch aufheben sollen, die hätte ich da oben drauf gepackt. Ich könnte jetzt auch noch eine Tomate halbieren und da oben drauf geben. Also das ist schon so, dass ich sage, ja, der Göttergatte kann kommen. Ne? Essen wäre fertig. Auch hier. Nur eben abnehmen. Also da muss nicht, wer weiß, wie lange im Kühlschrank es rumstehen. Also ich komme noch mal eben rum zu euch. So einmal von oben auf den drauf. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.